Ey, yo, Leute, was geht ab? Mann, die Musik ist mysteriös. Wir sind bei Bowser und Kami Koopa und Prinzessin Peach. Oh. Und ja, gerade wispert und pispert die Kami dem Bowser was ins Ohr. Was? Der Stern ist aus Tuba Blubbers Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Ja, das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Hallo, Twink. Ah, Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tuba-Blubber-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Ja, wir sollten versuchen, etwas über Tuba Blubber herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee! Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Also wieder Geheimgang usen. Voll geil. Ja, wir schleichen uns wieder mit Peach heraus, um eine Schwachstelle von Pubba Blubba Klubba Dubba zu finden. Aber dieser Gegner, ich erinnere mich da wirklich dran, der war wirklich irgendwie blöde, glaube ich. Ich erinnere mich so ganz leicht daran. Mal gucke. So. Kein Tagebuch, oh. Aber wir können, glaube ich, hier raus. Ich glaube. Draußen stehen immer noch Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Okay. So, jetzt heißt es quasi schleichen. Splinter Cell für Arme. Oder so. Keine Ahnung. So, wo muss ich denn hin? Da steht einer. Da steht einer. Okay, wir müssen da runter. La 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 la. Was ist denn hier los? Gott, zu viel. Gott. Damit! Okay, was ist hier? Was ist denn hier? Das sieht doch interessant aus. Aber hier scheint es nichts zu geben, was mir irgendwie helfen könnte, glaube ich. Naja, Hauptsache mal einen schönen Raum gefunden. Ist doch auch was. Okay. Was? Schlüssel? Okay, jetzt bin ich ernsthaft verwirrt. Ah, da ist noch eine Tür. Moment, das ist doch mein... Nein. Hä? Was ist denn das? Ey, ich habe einen Orden gefunden. Meditationsorden. Das Fokuskommando lädt die Stellenenergie mehr auf. Okay. Was auch immer Peach damit machen soll. Aber was ist das hier? Oh, sieh doch, was für ein wunderschön gearbeitete Schatzkiste. Gefällt sie dir? Dies ist eine geheimnisvolle Schatzkiste, die schon seit Generationen meiner Familie weitervererbt wird. Wirklich? Wie mysteriös! Ein geheimnisvoller Schatz, Schatzkiste! Diese Kiste ist mit einer anderen geheimnisvollen Schatzkiste im Königreich verbunden. Ach so! Ja, jetzt weiß ich's wieder. Man sagt, dass alles, was in dieser Kiste gelegt wird, in der anderen Kiste wieder auftaucht. Ist das nicht nun... Alter, ich hab voll der Sprachfehler und Leseschwierigkeiten gerade. Was ist denn los? Ist das nicht nun geheimnisvoll? Ja, wow, das ist wirklich cool. Und wo steht die andere Kiste? Wo sie ist? Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Naja. Aber ich würde gerne den Orden da reinlegen. Weil jetzt weiß ich auch... Ja, ich weiß, wo die andere Kiste steht. Die haben wir sogar schon mal gesehen, Leute. Aber dazu später mehr. Vielleicht erinnert ihr euch ja dran. Wäre cool. Dann wäre ja richtig cool, wenn ihr das wüsstet. So, jetzt ist aber die Frage, wo zur Hölle muss ich denn hin? Ist da auch noch eine... Ah, guck mal, da ist auch noch eine Tür. Gehen wir mal da rein. Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Ah, hier stehen... Was? Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Okay. Okay. DK. So. Na. Naja, ist ja jetzt nicht das Problem hier. Yep.
Bitte, 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 bitte. So, da sind garantiert auch noch welche, ne? Ja. Twink einfach mal so, hi, ne? Alles klar? So. Oh, da, der ist cool. Das ist der Partner Kampfhutorden oder irgendwas. Nee, doch nicht. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Nee, das ist nicht der Mensch. Das ist nicht der, den ich vermutet habe, dass das ist. Naja. Oh, was ist denn hier? Oh. Hey, hast du schon von Meister Tupper Blupper gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister wie? Meister Tupper Blupper, er lebt tief im Nimmer-Nimmer-Wald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tupper Blubber lebt in dem Schloss über dem windigen in der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegt eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tupper Blubber manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, nachts alleine aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musst du mir denn alles erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tupper Blupper unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen, man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tupper Blupper muss einen Wachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tupper Blupper ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen sei. Was, wenn Tupper Blupper dich hört? Er würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist er ja auch das Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Tupper Blupper hat also doch einen wunden Punkt, den wir nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du das auch gehört? Jemand sprechen gehört hier? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Prinzessin Peach, wie seid ihr hierher gekommen? Es tut mir leid, das tun zu müssen, aber ihr müsst nun sofort zurück auf euer Zimmer. Und rap. Und tschüss. Ey, da oben ist ein Pilz, sehe ich gerade erst, ne? Oh nein! Da oben ist ein Pilz! Da oben ist ein Pilz! Naja, egal. Swoop! Naja, gut. Hallo, hopp dann. Ach, ist es schön. Mamar! Hallo, wie geht's dir, Mamar? Ah, danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternenhafen zurückkehren. Mein Name ist Mamar. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Wow, Magic! Marios Sternenkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält die Sternenkraft Wiegenlied. Das ist so... Oh, so sinnlos. So unnötig. So braucht kein Mensch irgendwie. Wiegenlied ist alle Gegner in Irland. Okay. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig. Ja, ficken. Denn ich bin einer der hohen Sterne. Ficken. Unsere Kräfte werden stärker. Oh Gott. Mach nur weiter so, Mario, ja. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ja, jetzt verschwinde. Verschwinde! Ich kehre einstweilen in den Sternenhafen zurück. Wie es wohl meinem geliebten Sternenhafen ohne den Sternstab ergangen ist? Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Ja, verschwinde. Immer das gleiche mit diesen nervenden Sternen hier. So, haben wir eigentlich ein Level abbekommen? Nö, ne? Uns fehlen noch 6 Dinger zum Level ab. Aber guck mal, wir haben jetzt 2 Sterne Energie. Das ist schon mal ganz nett auf jeden Fall. Auch wenn wir noch nicht die passende Attacke dafür haben. Weil es gibt später auch noch eine geile Sternen-Attacke, die ich auch ab und zu mal nutzen werde, weil die ist halt voll cool und so. Aber erst will ich mal mein Level abhaben. Mal ernsthaft, gib mir mein Level ab. Wir haben jetzt einen starken Hammer hier. Damit fickt keiner. Guck mal, 4 Angriff macht der. Das ist saugeil. Warst du noch 1? Oh Gott, wie lusch. Wie lusche. Wie lischi, wie laschi, wie luschi.
Komm, ich will nur mal Level up, dann mehr will ich doch gar nicht. Ich will doch nur Level up bomben. Komm, zerstöre mit aller Gewalt. Noch 3 Gegner brauche ich. Ah, und ich suche noch den Steinkaktus. Stimmt, den Steinkaktus muss man auch noch finden. Hier ist mein Level up. Bombette, verhelf mir zum Level up. Level up! Geilo! So, sehr schön. Dam, dam, dam. Gut, aber diesmal machen wir mal die KP hoch. Sehr geil. Ach, ist es schön. Ist es schön. So, wir brauchen aber immer noch den steinernen Kaktus. Das würde mich voll freuen. Wenn ich ihn finden würde, wäre voll cool. Uah, geh weg, geh weg, geh weg. So. Ach ja, wenn ich ihn nicht finden sollte, ist ja auch egal. Wenn ich ihn zufällig finde, dann ist cool. Ansonsten scheiß drauf, ganz ehrlich. Ist ja alles nicht so wild. Das wird schon großartig bringen. Auf jeden Fall ist hier viel zu viel los. Was zur Hölle? Muss ich zu Colorado, weil dem gebe ich noch dieses komische... Ja, hier, zu dir will ich. Für dich habe ich was. Oh, was für ein Jammer. Noch immer nicht den Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da Es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte, würdest du es mir überlassen? Ja, da, nimm das Artefakt und freu dir. Ah, ein Hoch auf Mario, umwerfend, alter Junge. Schon bald, was? Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, das kannst du haben. Ein Sternsplitter. Nun, hast auch du den Zauber der Wüste erfahren? Das labe dich an der Erinnerung daran, alter... Ach, fick dich doch. Fick dich doch! Ich muss zurück! So, ganz kurz mal hier fit machen. Und, ach, wir sind hier Level up, ich Doofkopf. Und dann geht's jetzt zurück, weil es gibt hier noch ein Teil, um den Partner aufzuleveln. Und da würde ich sau gerne auch noch in Anspruch nehmen. Ach, ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuschen mag. Haha, passt mal auf. Ich glaube, er kommt zurück. Oder? Ach, komm schon. Er kommt nicht zurück? Schade, ich dachte, er wird wiederkommen. Naja, egal. Was will man machen? So. Auf jeden Fall hätte ich gerne dieses Level-Up-Dingens. Oh, und ein Dingens. Ein Wacker-Kick hätte ich auch sau gern noch. Ein Wacker-Kick und ein Level-Up für den Kollegen. Das sind so 2 Dinge, die ich jetzt als nächstes vorhab. La 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 ba da. Das packe ich auch noch in den Part. Außer ich werde von Steinen beschmissen, dann nicht. Oh, leck mich doch am Pimmel! Lass mich in Ruhe! Ja, ich verliere mal ein bisschen Geld. Naja, was soll's. Wir haben doch keine Zeit, Leute. Wir haben keine Zeit. Nein, geh weg. Don't touch me. Please go away, please. So. Ganz schnell. Bevor die Zeit vor der Part um ist, will ich noch ganz schnell das machen. So. Ja, cool. Weil hier dürfte normalerweise... Oh, wow. Auch noch so ein Ding sein. Ja, guck mal, wie ich es wusste. Ich bin so gut. Gumbario, it's your turn. Ja, Gumbario ist cool. Er erlernt jetzt, glaube ich, Multikopfnuss. Glaube ich, ne? Du hast jetzt Multikopfnuss am Start. Ich glaube. Moment, Team. Nein, aufladen. Okay, dann am Schluss kriegt er aber noch Multikopfnuss, glaube ich. Egal. So, Leute, das war's für heute mit Paper Mario.
im nächsten Part geht's zurück nach Toad Town und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie zum nächsten Sternjuwel kommen. Also, bis dahin, macht's gut und tschüssi!